willkommen zurück bei Wetzing! Howdy! Wir haben mal wieder ein Top-Review. Ja. Und zwar einen namhaften Künstler, den ihr sicherlich alle kennt. Und zwar den neuen Release von Devin Townsend, vom Devin Townsend Project. Project, ganz wichtig. Genau, bringt jetzt sein Album Transcendence raus. Und ja, ich meine, man kennt Devin Townsend. Ja, er hat ja schon etliche Alben rausgebracht, über 20 Stück. Ne, auch schon als Devin Townsend Band, Project, und der ist ja, der macht viel, er sitzt nicht ruhig. Nee. Und jetzt kommt halt das neue Projektalbum sozusagen, und naja gut, es ist so ein bisschen das, was man erwartet, es sind halt diese atmosphärischen Scientific-Klänge, so sehr progressiv, verspielt auf der Gitarre, aber ja, was man halt schon sagen muss, ist, das folgt alles so einem Art-Space-Thema. Ja, also es wirkt alles schon so ein bisschen spacig von diesen Klängen her. Viele Synthes und auch so ein bisschen der Gesang. Manchmal hat man ja auch so Frauengesang, so ein bisschen operesk auch. Ja, ja. Na, also es ist schon so ein bisschen, wo man... Ja, sehr auf Atmosphäre gesetzt. Mhm. Ne? Die Länge der Songs spricht natürlich für sich. Das ganze Album ist irrsinnig lang. Und die Songs gehen natürlich auch gut gerne 8 Minuten. Dann ist es natürlich, es ist progressiv, also ist es auch wieder ein ganzes komplexes Werk an... Ja. Weswegen natürlich auch immer, genau, weswegen natürlich auch immer schwerfällt, die Songs rauszufiltern. Wir haben uns trotzdem ein paar rausgesucht. Ja, genau. Und zwar der erste, der mir irgendwie aufgefallen ist und auch positiv aufgefallen ist, der war poppig. Ja. Und der heißt Secret Sciences und ja, der war wirklich poppig. Also der hatte so. Der ist relativ lang, hat auch verschiedene Passagen, aber so in, vor allem im Mittelteil, da war wirklich so eine richtige poppige Note. Ja, da dachte Benne so, hör mal, das sind doch die Backstreet Boys hier. Und ich so, das war wirklich so ein bisschen, also jetzt nicht Backstreet Boys, aber es war halt wirklich poppig. Überspitzt gesagt. Genau, war poppig, aber war schon ganz nett. Noch besser fand ich Stars. Ja. Der hat schon fast so, so einen Muse-Ton oder moderne Alcest, so ohne natürlich Extrem-Metal. So ganz verspielte psychedelische Melodien. Richtig, und alles so aus Atmosphäre und diese, auch dieser Gesang, auch wie es man zum Beispiel bei den neuen Alcest kennt, dieses und so, das war schon sehr verspielt alles. Ja. Und richtig, richtig cool war noch Offer You Light. Genau, das war dann so ein richtiger Metal-Song, hatte man das Gefühl, der ging mal so richtig... nach vorne. Richtig. Man wurde wieder so ein bisschen aufgerüttelt, möchte ich schon fast sagen. Ja, weil, also erstmal, der war wirklich auch riffig, der hatte auch mehr Songstrukturen und der geht auch mal dann unter 4 Minuten. So, yeah. Und ja, muss man ja auch einfach so sagen, dadurch auch so ein richtiger Song, während die anderen Sachen ja eher so ja, Kunstwerke, kleine Kunstwerke genau, sind. Genau, einfach in die Länge auch gedehnt. Ja. Ne? Das ist... Also das, die Sache ist halt, dadurch, dass die meisten Songs eher sehr lang und dieses Schwermütige auch haben, ich meine, man wird wirklich smooth dabei. Es ist nichts, um aufgeregt zu sein. Ganz ehrlich, ich habe mich hinterher ein bisschen erschlagen gefühlt. Richtig. Also ich wurde müde. Genau, es ist nicht nur sehr viel musikalisch auf sehr vielen Ebenen, wie man natürlich auch bei Devin Townsend das erwartet, sondern das ist halt auch von der Atmosphäre, das ist sehr leicht und man wird müde und man wird ein bisschen smooth und dann noch diesen ganzen Psychedelic, einfach Nappy-Nap machen. Ja. Einfach so ein schönes Mittagsschläfchen. Nee, dafür ist es auf jeden Fall, ist es sehr, also relativ, was ich dadurch ganz nett finde, es ist zwar progressiv und es ist auch riesig ein Kunstwerk, aber es wirkt dadurch nicht so, es überrollt eigentlich so total, so wie wir das mal zum Beispiel bei Isan hatten. Ja, das war ja noch verkopfter. Also ich finde, es ist doch relativ leichtfüßig beim ersten Mal hören. Dieses Mal. Richtig. Also das finde ich schon, wenn man das jetzt mal so im Vergleich sieht, weil wir sind hier jetzt nicht die größten Prog-Fans, nee. Aber so im Vergleich diese beiden Alben, da finde ich das jetzt von Devin Townsend besser. Ist es auch. Und es ist halt beim ersten Mal wirklich auch einfach ein leichter Zugang. Man entdeckt noch nicht alle Facetten, aber dadurch, dass das so atmosphärisch und mit diesen leichten Synthes und diesem leichten Gesang ab und zu... ja, man hat ja hier mal Frauengesang. Ja, das hat so was Kleines in sich, Schlüssiges, Magisches. Kleines Universum für Richtig. Mich. Und klar, wenn man jetzt das 5., 6., 7., 8. Mal reinhört und das 100. Mal, dann entdeckt man immer mehr und dann kann man das natürlich wieder aufschlüsseln. Ja. Aber das Schöne an diesem Prog-Werk ist halt, dass es... auch beim ersten Mal schon zugänglich ist. Genau. So, es hat halt eine wirklich tolle Atmosphäre. Dadurch noch, ja, letztlich 3 Songs, die uns zumindest aufgefallen sind. Und das was ja ist auch schon was. Das Hallo. Soll ich gerade sagen, bei uns im Prog gar nicht so schlecht. Und ja, also wir sind beide auch nicht die größten Devin Townsend-Fans oder Verfolger. Ich glaube, das war das erste Album. Bei mir noch nicht, aber... ne, wir sind einfach keine großen Fans. Aber es war jetzt gut. Genau, es hat mich auch positiv gestimmt. Es hat in sich irgendwie Sinn ergeben. Das war schlüssig. Genau. Ich meine, klar, erstmal auch als Gesamtkunstwerk, aber wir konnten auch Sachen rauswählen. Ja, und deswegen muss ich doch auch zusammenfassend sagen, das ist schon ein ganz ordentliches Stück. Ja, meine Bewertung sind 4 von 5 Punkten. Also wir sind uns heute so einer Meinung, Benne. Ich gebe auch 4 Punkte. Das hat es auch verdient. Also ich meine, er ist halt...
ein großer Künstler. Ja. Ich meine, das stellt ja niemand zur Debatte. Nein. Aber es ist jetzt nicht so, dass es nur noch, also manchmal hat man ja auch diese Solo-Nummern und wenn da schon ein großer Musiker hintersteckt, dass das nur noch so Selbstgeilheit und Gitarrengewichse ist. Ja, und genau. Und irgendwie so Darstellung von eigener Kunst. Genau, und das ist es nicht. Nee, das ist irgendwie noch zugänglich. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, an den Hörer angepasst, aber man merkt, dass da passiert was. Das hat was. Selbst eben halt für nicht die absolut größten Genre-Kenner. Ja. Und ich glaube, mehr Lob kann es dann von uns auch nicht jetzt geben. Jetzt reicht es aber. Genau, wunderbar. So viel dann zu Devin Townsend Project und ja, Transcendence. Ja. Und wirklich nett. Jetzt aber trotzdem neppen. Genau. Tschüss. Tschüss.